Nehmen wir für einen Moment an, dass Sie ein unehrlicher Mensch sind. Unehrlicher geht's nicht. Unter den richtigen Umständen macht ein Produzent mehr Geld mit einem Flop als mit einem Hit. Von Mel Brooks. Stufe 1. Wir brauchen das schlechteste Stück aller Zeiten. Dem Comedy-Genie und Macher von Frankenstein Junior. Haben Sie einen Flop? Es ist die Mutter aller Flops. Frühling für Hitler. Sie wollen mein Stück? Wir wollen es am Broadway aufführen. Ach, das finde ich ja tippel, die tappel, die toll. Stufe 2. Wir engagieren den schlechtesten Regisseur der Stadt. Stufe 3. Ich besorge 2 Millionen Dollar. Und woher sollen wir die kriegen? Von meinen Investorinnen. Oh, beklaps mich, betatsch mich. Und jetzt müssen wir noch den größten Flop der Geschichte hinlegen. Mit Nathan Lane. Sie wissen, was ich gern hab? Oh, für die Lady extra lang. Matthew Broderick. I wanna be a producer. Show the world just what I got. Uma Thurman. Und jetzt Ulla tanzt. Gefällt es Ihnen? Auch wenn wir sitzen bleiben, handelt es sich um eine stehende Ovation. Oh. Und Will Ferrell. Haben Sie gehört, das deutsche Band mit dem Bang, mit dem Bum, mit dem Bing, Bang, Bing, Bang, Bum. Ton abwechseln! Lassen auch Sie sich von diesen Frühlingsgefühlen mitreißen. The Producers. Ein todsicherer Hit! Regie Susan Stroman.